Au, das war gerade richtig doll eingedrückt, ja, so richtig platt drin, Alter. Ich habe mir richtig krass Nerv verklemmt. Ekelhaft. Und damit herzlich willkommen zu einem Let's Play. Ich weiß es nicht, das müsst ihr entscheiden. Zu nahen Drachenzähmen leicht gemacht. Bergsaufstieg. Brauche ich die doch mal wieder Hand. Es ist so eine Aufbausimulation, wo du ein bisschen fighten kannst und sowas. Ich habe sowas noch nie gespielt. Und ich war aber bis jetzt immer ein großer so ein Fan von Drachenzähmen leicht gemacht. Ich dachte mir, okay, wäre doch mal ganz geil, wenn wir sowas machen würden. So, das ist Perk. Ja, das ist halt Perk, ne? Mach mal ein bisschen lauter. Ja, für mal eins leiser. Und ich hoffe, die Qualität gefällt. Wenn sie sagt, nee, versuch's mal mit der anderen Kamera, dann werde ich bei der nächsten Aufnahmesession mit der anderen Kamera versuchen. Ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal. Das ist Perk. Boah, Berg. Berg ist Heimat. Unsere Heimat. Für Wikinger. Und Drachen. Aber vor allem für den Frieden und die Freundschaft zwischen ihnen. Ohne Zahn, ich liebe es, die Insel um Berg herum zu erkunden und Dracheneier zu retten. Ich glaube, wir müssen mal drauf töten. Je größer Ohne Zahn wird, desto weiter kann er fliegen. Füttern wir ihn mit etwas Fisch. Okay, mit etwas Fisch. Ohne Zahn, Level 4. Yeah! Wow, Kumpel! Du siehst aus, als wärst du bereit für den Flug zur Lavalümmelinsel. Willst du deinen riesenhaften Albtraum suchen? Weiß ich nicht, will ich den suchen? Ja, ich glaube schon. Okay. Sehen wir uns mal den Eintrag zum riesenhaften Albtraum im Buch der Drachen an. Darin steht zu jedem bekannten Drachen, wo er zu finden ist. Ich glaube, ich muss doch mal ein bisschen leiser machen. Ich muss dagegen ankämpfen jedes Mal. Und bitte. Drachen. Suchen. Ich will das hier, das ist gratis. Ich will das haben. Wir sollen uns das hier kaufen. Möchtest du, dass Unzahn seine Drachensuche sofort abschließt? Ich glaube ja, anscheinend. Okay, da sind wir wieder. Wir haben ein paar echte Schätze gefunden. Öffne die Satteltaschen und sieh dir an. Und sieh dir an. Und so. Satteltasche öffnen. Und dann zurück. Und drei Taschen haben wir. Okay. Gucken wir mal, was drin ist. 50 Fisch, eine Rune und ein Ei müssen wir einsammeln. Ausbrüten. Alle Dracheneier kommen ins Bruthaus. Beschleunigen wir die Brutzeit mit ein paar extra Runen. Okay, zahlen wir eine Rune. Müssen wir anscheinend alles machen. Butz. Was haben wir? Tschüss. Oh, platzieren. Vater mag es nicht, wenn Drachen auf unseren Dächern schlafen. Und Vater ist ein Haut-drauf-Bergs. Und Vater ist ein Haut-drauf-Bergs Häuptling. Stellen wir den Drachen Schlafplatz auf. Dieser kleine riesenhafte Albtraum hat Hunger. Füttern wir ihn mit etwas Fisch. Aber pass auf, deine Finger auf. Er hat scharfe Zähne. Gut. Okay, riesenhafter Albtraum auf Level 2. Ja, cool. Erkennt man leider nicht so gut, ne? Ne, es ist 55, dann Level 2. Okay, gut. Dieser kleine Riesenhafter hat Hunger. Füttern wir mit ein paar Fisch immer noch. Okay, ja, gut. Toll, jetzt ist er groß genug fürs Training. Ein trainierter Drache kann hier nützlich sein. Und nicht mehr so gefährlich. Training. 175 Holz. Neue Fähigkeiten auf Level 4. Level 4 benötigt. Level 10 benötigt. Level 12 benötigt. 175 Holz. Ich habe 200 Holz gerade mal. Oh, sucht er die jetzt? Trainiert er jetzt oder sucht er jetzt Holz?
Ich liebe es, das Drachentraining, aber es gibt noch viel zu mehr zu tun. Beschleunigen wir das Ganze mit Runen. Okay, wir verballern die ganzen Runen sofort. Boots. Neue Fähigkeit. Dank des Trainings weiß der Drache, wie man Fisch findet. Schicken wir ihn zu den Wikingern, um ihnen beim Fischefang zu helfen. So 13 Sekunden. Sammelt er von uns Fischis. Hatte? Siehst du? Der Drache bringt Fische zurück, während er arbeitet. Du kannst die Fische jederzeit einsammeln. Fische lagern wir im Fischbecken. Sieh es dir an. Das Fischbecken ist anfangs klein, aber wir können es... Entschuldigung, es ist... was willst du denn jetzt von mir am Arsch? Wir haben jetzt 1 Uhr. Das Fischbecken ist anfangs klein, aber wir können es aufwerten, wenn wir mehr Wikinger auf Berg haben. Spürst du auch dieses Beben? Ich glaube, das ist mein Vater. Hicks, wir müssen nach dem Drachenvorfall gestern die Häuser im Dorf wieder aufbauen. Sind die Blaubeeren noch in der Merthalle, Vater? Aber natürlich, die Merthalle ist das Herz unseres Dorfes. Sie ist stark und unerschütterlich wie wir Wikinger. Okay. Wikinger. Wikinger-Schumpen. Das hier. Perfekt. Je mehr Wikinger wir haben, desto größer wird... Achso. Perfekt. Je mehr Wikinger wir haben, desto größer wird Berg. Und desto mehr Drachen können wir haben. Das sollte dich doch freuen. Auch freuen oder so. Ja. Aber bevor du gehst, gebe ich dir die Verantwortung für das Aufwerten der Methalle. Eine Ehre. Und als künftiger Häuptling von... Also, ein Häuptling, das ist sowas ähnliches wie ein Häuptling. Nur, dass du halt ein E dabei hast. Das hat ein bisschen mehr Wertung, weil es ein Buchstabe mehr ist. Ja, als künftiger Häuptling vom Berg, deine Pflicht. Aufwerten. Verdammt, wie noch eins. Werte die Methalle auf, damit du mehr Wikinger haben kannst. Machen wir doch. Ich kann es kaum erwarten, dass die Methalle fertig wird. Wie wäre es, wenn wir ein paar Runen, um den Bau zu beschleunigen? Ach, mit ein paar Runen. Ja, machen wir doch. Ne, eins, das können wir mal machen. Methalle 2. Okay. Das Leben auf Berg ist gut, seitdem die Drachen eingezogen sind. Natürlich braucht es etwas Übung, bis sich alle verstehen, aber das ist die Zukunft. Danke für all deine Hilfe beim Aufbau von Hier sind etwas Fisch, Holz und eine besondere Rune für dich. Einsammeln. Ja, nee, das machen wir mal nicht. Häuser bauen und Drachentraining in der Akademie sind spitze. Aber mir ist jetzt noch eine... Mit leeren Magen wird ohne Zorn aber nicht sehr weit fliegen, Hicks. Gib ihm etwas Fisch, dann fliegt er bis zu den Mit leeren Magen wird ohne Zorn aber nicht sehr weit fliegen, Hicks. Gib ihm etwas Fisch, dann fliegt er bis zu den Felsklippen, ne? Geben wir ohne Zahn den Fisch, den er zum Wachsen braucht. Füttere ohne Zahn bis Level 5. Suche, Boots, Alter, Level 5. Neuer Drache freigeschaltet. Gronkel freigeschaltet. Suchen wir ihn einfach mal. 150 Runen. Können wir es nicht leisten. Daher müssen wir es erstmal abwarten. Kostüm. Ah, okay.
Ich hab keine Ahnung, wie wir den jetzt, ausrüsten können. Ah, so, okay. Gut, das geht so. Mhm. Suchen kann ich nicht, uns finden ja ein paar Runen. Ein epischer Drache, ein epischer Drache, ein epischer Drache. Und ach du Scheiße, hier gibt's echt viele Drachen, ey. Für die Runde dann bis Level 6, bis Level 7, bis Level 9. Okay. Oha. Dieser Drache will nur Liebe. Dieser Drache gehört mir. Der Beste für die Besten. Okay, interessant. Ja, wie ihr seht, gibt es so einiges zu tun. Einzigartig, 180 Runen und baue zuerst mein Haus, baue zuerst unser Haus. Okay, und dann können wir den. Boah, den will ich hier schon haben. Sturmfall möchte ich eigentlich gerne haben. 150 Holz, das können wir uns leisten. Ich bin Astrid. Ich bin Astrid. Mein Drache ist ein tödlicher Nader. Namens Sturmfall. Ja, machen wir. Dauert jetzt eine Minute. 2 Minuten dauert jetzt. Und, oh, wir haben hier eine Schiffrolle. Bis Level 5. Suche einen Gronkel in den Felsklippen. Ja, kann ich ja nicht. Ich hab nicht genug Ruhen, wa? Kann ich jetzt auch nicht machen. Einsammeln. Okay. Haben wir hier ein Paket gratis. Eine Rune. 100 Holz. 100 Fisch. 2 Runen. 15 Runen. Geil. Nein, wir kaufen uns nichts. Haben wir eine Nachricht bekommen? Log dich jetzt zum ersten Mal ein. Nee, will ich aber nicht. Und, jetzt können wir hier so ein bisschen gucken, was wir noch alles so machen können. Können wir den. Jetzt habe ich es weggemacht. Scheiße. Scheiße. Fuck. Ja, wir haben einen Drachen verloren. Geil. Super geil. Jetzt ein Hangar. Öffnen. Ah! Platzieren. Okay, ergibt Sinn. Wo haben wir ihn hingemacht? Da hatten wir ihn, ne? Da bauen wir noch wieder hin. Und sollen wir mal Fische sammeln gehen? Wir haben unsere 15 Minuten jetzt rum. Und ich würde jetzt auf die Schnelle, würde ich erstmal sagen, es reicht. Also zum Ansehen und zu sagen, wie gefällt es euch. Nächste Aufnahmesession, ich werde auf jeden Fall 2 Folgen machen. Die nächste Aufnahmesession mache ich dann mal mit der anderen Kamera. Einfach nur zu gucken, jo, ist das geil oder welche Qualität ist besser. Das ist jetzt hier mit der neueren Kamera, die aber halt in Qualität ein bisschen schlechter ist. Und daher müsst ihr das entscheiden. Bedanke ich mich erstmal so fürs Zusehen. Wie immer, schreibt alles in die Kommentare, dann sehen wir uns online. Tschüss.